herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands mit dem roten Punkt, der sich vor mir bewegt. Einmal den Bandmann mit Hallo. Den Enno. Hallo. Und unserer Chefin, die Navo. Guten Tag. Da macht man Lasershow. Der rote Punkt, der macht mich wahnsinnig. Hä? Willst du etwa die indische Religion gerade beleidigen? Oh. Da sind wir wieder rassistisch. Also Reaper und ich gehen hier oben auf den Berg. Ich denke, ihr müsst leider von vorne in die Base rein. Okay. Ich vermute, dass es ein... Mal die Mauer ab. Ich vermute, das ist ein Auftrag höchster Gefährlichkeit. Ja, in okay. der Tat. Gibt es über den auch Gefahrenzuschläge? Nein. Okay. Wir sollen immer mit allem rechnen. Du bist ausgebildeter Ghost, also tu nicht so, als ob das hier, ja, ne, zu schwer wäre. Ich bin Mediziner. Ich hab diesen Job unter... Du bist überhaupt nichts, du bist ein Soldat, also arbeite auch wie einer. Wagen mit montierter Waffe. Zehntes Ziel. Vorsicht, da drin steht einer. Ja. Oh ja, der schläft. Mit Maschinenpistolen. Nein, der schläft nicht. Achso, nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt in dem... Achtung, Zivilbevölkerung auf dem Bunker Stützpunkt. Direkt vor dir, Enno. Okay. Genau, den meine ich nämlich. Der schläft bei mir. Negativ, bei mir nicht. Der läuft rum. Oh. Oh, das sind zwei Personen. Einer schläft, einer ist wach. Das ist gefährlich. Wo ist der Generator von dem Stützpunkt? Ist die vier die Person, die in dem Bunker ist und wach ist? Ja, das okay. ist die wache Person. Guck gerade zur anderen Seite aus dem Fenster. Ja, ich habe nämlich nur Sicht. Erledigen? Ich habe nur Sicht auf die liegende Person, die da ist. Okay, dann halte die weiter in der Sicht und Enno erschießt jetzt vier. Das ist schlecht. Stopp, stopp, stopp. Bit. Ja. Wohnt am Eingang kommt mir jemand entgegen. Ja. Genau. Der wird ein Stückchen später verfolgt von der 2. Versuche aus der Sicht zu kommen. Lass den rauskommen erstmal. Ja, zieh mich zurück. Okay, ich hab die 2 im Visier. Was ist mit der 4, die jetzt gleich rauskommt? Hab sie okay. im Visier. Dann. Stopp! Was? Ich hab keine Feuermarke. Irgendjemand hat irgendwas bemerkt? Ja, sie haben die Leichen gesehen. Oh oh. Und zwei Stone. Sollen wir Position wechseln? Oder? Negativ. Im Stützpunkt scheint alles ruhig zu sein. Hier flippt nichts aus. Sind ruhig geblieben. Es ist schwierig jetzt an die 1 heranzukommen. Ich denke, ihr müsst, wenn Achtung, ihr auf dem Weg... Achtung, die 3 nähert sich. Ja, mit 3 weiteren Personen neben der 3. Würde weiter vorrücken. Ich denke, das beste Vorrücken wenn ihr rechts runter, also die Böschung ein Stück runter und dann quasi parallel zur Straße lauft. Okay. Dann könnt ihr von hinten an die 1 ranschleichen. Kann die 1 uns durch dieses Fenster sehen? Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, wie weit die gucken. Oh, die 3 kommt auch auf euch zu. Enno, Achtung, mit die 3 ist wahrscheinlich mit anderen Personen noch. Ne, die 3 ist alleine. Achso, okay. Dann lasst sie kommen. Du musst noch ein kleines Stückchen weiterlaufen, dann ist sie tot. Ich könnte sie erledigen. Allerdings ist die 1 noch da. Ab jetzt kann die ungefähr ausgeschaltet werden. Okay. Der Tango ist hin. Er schläft. Kommt er über den Zaun? Nein, negativ, das ist Maschinenrad. Negativ, alles. Verdammt. Alles, was, da würden wir uns nur die Hände das aufschneiden. Das ich weiß nicht. Die 1 wird sehr schwierig sein. Also, ich kann mal gucken, ob ich den irgendwie beobachten kann, dass er noch was anderes macht, aber eigentlich steht er perfekt die ganze Zeit an der Waffe und schaut zu euch. Das sieht sehr konzentriert aus. Wartet mal, ich verändere mal kurz meine Position. Vor allem ein MG mit Schild. Das ist
Gibt es auf der Außenseite eine Möglichkeit, hinter die einzukommen? Ist da irgendwo eine Lücke im Zaun? Wenn ihr vorne nicht, also wenn ihr schon auf der anderen Seite des Stacheldrahtes wärt, dann ja. Dann müssen wir noch mal kurz zurück. Wir könnten auch links über die... Punkt betreten von der Seite hier. Wir könnten auch links über die Felsen. Dann würde man uns wegen der erhöhten Position nicht sehen. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht, um sich an der 1 vorbeizuschleichen. Okay, ich würde, wenn der Commander das freigibt, mich von außen an den Stacheldraht entlang bewegen. Dann tu das. Ich denke, das wäre die beste Option. Okay. Und warte, wann wir. Auf diesem Wege. Hier ja. War gerade eine 4 markiert, glaube ich. Hier vorne direkt einzeln. Kann die ausgeschaltet werden? Ja. Ziel eliminiert. Ich befinde mich jetzt am Gebäude von 1. Habe hier hinten eine Zugriffsmöglichkeit. Ja, er steht mit dem Rücken zu dir, kannst ihn abschießen. Ist sicher. Kann ich diese Lampe vorrücken? Kann ich diese Lampe, die ich da sehe, ausschalten? Ja. Okay, danke. Dankeschön. Okay, die 1 ist die nächste Person zu euch. Ja, ich sehe sie. Läuft zur Amaria. Positiv. Jetzt kein Sichtkontakt mehr. Jetzt auch nicht mehr. Reaper, siehst du die 4? Negativ, ich bin gerade mit der 3 hier beschäftigt, wurde gerade fast auf, wäre fast aufgeflogen. Augenblick bitte. Okay. Es befindet sich noch eine Person im Hangar und eine Person bei der 3 in dem Gebäude. 3 ist ausgeschaltet. Er sitzt mit dem Rücken zu dir. Man kann ihn verhören aus irgendeinem Grund. Der schläft. Okay. Gut. So gut. Ihr wollt die 4 haben, alles klar. Achtung, die 1 kommt wieder aus der Amaria raus. Den Berg runter kommt auch ein Unmarkierter. Genau. Ich hätte die 1. Negativ 3 würde den sehen. Ja, ja noch nicht. Und die 4. Das Licht hier oben. Wir gucken mal, wo die 3 und die 4 hinlaufen. Vielleicht können wir die sonst ausschalten. Die 1 ist auch nicht allein. Im Hangar ist noch eine weitere Person. Okay. Wenn sie sich weiter zu euch bewegen und nicht auf den Hangar zu, dann könnt ihr die ausschalten. Also 3 und 4. Die 3 befindet sich, bewegt sich jetzt weiter auf uns zu, aber befinden sie sich noch in einem Lichtkegel? Oh Moment, da wo sie hingeht, ist schlecht. Ich hätte jetzt gleich auch die 4 im Visier. Ich hätte beide im Visier, ich könnte sie beide jetzt simultan schnell ausschalten. Okay, ausschalten wenn möglich. Ziel getroffen. Beide tot. Sehr gut, ihr könnt vorrücken bis zu dem Licht. Was ist das? Wo die gerade drin war. Oh oh. Da. Sie sind irgendwie nervös geworden, keine Ahnung warum. Wir haben anscheinend die Schüsse gehört. Ja, ich bin mitten in einem Scheinwerferlicht gelandet. Versteckt euch, wenn möglich. Ja. Ja, nun waren wir, ihr könnt da über die Mauer, wo Enno steht, also da hinter dem Geschützturm, wo wir ganz am Anfang waren. Der Sichtweg bis dahin frei? Die Drohne ist unterwegs. Bis dahin, ja. Okay. Reaper ist aufgeflogen, er ist gefallen oben. Moment. Richtung 3. Die 3 ist an dem Geschützturm, seid vorsichtig. Ja, das ist bei mir ja nicht so. Das, bei der 3 befindet er sich, sagst du. Ja. Okay, dann mache ich einfach mal auf grob. Mann, das merke ich mal. Hat's geholfen?
Dankeschön. Tango getroffen. Alles down, ich zieh mich weiter zurück. Da ist ein Fahrzeug gekommen. Ich könnte Kollegen anrufen, dass die vielleicht Ablenkung machen. Ein bisschen. Wäre das sinnvoll? Wir sind eh aufgeflogen. Okay, habe ich mal angerufen. Und dann verpackt doch ein bisschen Spaß haben. Vorsicht, von vorne kommen mehrere. Ja, bei der 3 kommen mehrere. Da ist ein Auto gekommen. Sind alle ausgestellt. Achtung, Paki, macht mal ein bisschen Lärm. Huh, den Mörser wollte ich aber nicht haben. Ich aber. Oh. Ja, aber da trifft nicht. Die sind im Gebäude. Ja, wir sind dann haben sie aber trotzdem ein bisschen Angst. Zweifelig. Enno, wenn du kannst, dann lauf mal ein Stück zurück, wo das Auto von denen steht und leg da ein paar Minen. Ich denke, wir werden noch mehr Verstärkung von denen bekommen. Okay, dann gehe ich aber vorne rum. Ansonsten kein Problem. Da kommt jetzt schon ein neues Fahrzeug. Sei vorsichtig. Ja. Meine weitere Vorgehensweise? Versuch, Feuerunterstützung zu geben. Enno. Ich glaube, ich habe das Fahrzeug komplett ausgeschaltet. Was die ja, Unidad ist komplett ausgeschaltet. Ich lege jetzt hier vorne Minen. Okay. Pass mit unseren Rebellenfreunden auf, die hier vorne bei unserem Sunny rumheilen. Hm. Ich mache das recht weit vorne, wo wir schon ausgestiegen sind. Eins. Ich hole jetzt nochmal ein paar. Erinnerung, unser Ziel ist im Hangar. Dort sollten unsere Informationen sein. Drei. Minen sind gelegt. Achtung, Auto kommt. Nein. Das ist im Fahrzeug oder? Achso, nee, das Auto, Entschuldigung. Nee, noch ein fremdes Auto. Ah, das hat Puff gemacht. Mist, denn hat. Das war aber nur ein zwei kommt auf euch zu, beziehungsweise hinterm Hangar. Das Problem ist, dass die Mine wurde von einer einzelnen Person ausgelöst und hat nicht das Fahrzeug zerstört. Okay. Ich befinde mich auf der Heckseite des Hangars. Kann ich irgendwie da rein und unser Ziel entführen? Unser Ziel sind Informationen, die im Hangar sind. Das ist keine Person. Achtung, da kommen neue Personen, neue Fahrzeuge. Ihnen habe ich gelegt. Ja, die haben es trotzdem geschafft. Granate fliegt. Was? Dann ja. Hier, warte mal, die fliegt zu Enno und ich übernehme vorne die Verteidigung. Ich habe den Laptop mit den Informationen. Wie es scheint, hat die Unidad einen Sender in Elways Auto. Dann sollten wir vor denen bei ihm sein. Von hinten kamen noch welche. Also im Hangar sagt ihr, befindet sich. Im Hangar müssten die Informationen okay, sein. Okay, dann suche ich die gerade mal. Gerade abgerufen. Achso, okay. Okay, sehr gut. Dann können wir raus. Moment. Hier ist ein Helikopter. Wenn ihr auf die Felswand. Wenn ihr auf die Felswand zulauft, dort befindet sich noch ein Loch in der Mauer. Seid aber vorsichtig, weil die 1 und die 2 da hingucken können. Felswand, Loch in der Mauer? Ich wiederhole gerne, wann was Aussage nochmal. Hier ist ein Heli. Okay. Dann rück ich zu euch vor, sammelt euch beim Heli. Na, Moment. Ich wollte jetzt nicht deine Autorität untergraben, aber wir haben hier ein Taxi. Also, ich bin beim Heli. Dito? Sind die Raketenwaffe hier oben scharf oder sind die nur erkrabbelt? Nein, die sind scharf. Oh! Ich komme durch den Heli. Aus dem Geschütz waren aber Leute. Heilige. Alle drin? Nee. Wir waren gesehen. In dem Heli ist noch gar keiner. Was? Andere Heli am Hangar wurde. Oh nein. Ich denke, wir müssen los, sonst. Okay, macht einfach. Flieg los. Ja. Ja, wir sind unterwegs. Dann nimmst du auch ein Heli. Ich dachte, wir wären bei diesem hier. Einmal in die andere Richtung. Ah, hier da hinten seid ihr. Okay. Ich sehe. Unser Ziel bewegt sich mit einem Auto fort. Welche Richtung genau?
Fährt grob in unsere Richtung, ist aber noch auf einer anderen Straße. Auftrag bei dem Ziel, Zerstörung oder? Entführung, oder? In Sicherheit bringen. Oh, na wunderbar. Also Geleitschutz. Ja. Wir landen einmal, um in ein Fahrzeug einzusteigen. Okay. Direkt hier? Oder wollen wir lieber auf einer Stocken vor der Straße? Da, wo wir am besten runterkommen. Ja, runter kommt man überall. So, wir sind gelandet. Vorsicht, der Heli rutscht. Oh Gott. Gott. Das war's. Da ist noch ein Tank. Oh, der. Da ist die 5. Ist der auch kaputt? Der Tango ist ja. Oh. Okay, dann gehen wir den Fluss hoch. Bis wir an der Straße sind. Moment. Ich hab da so eine Idee. Was denn? Rebellenabwurf. Wir haben da noch ein paar Freunde. Der Heli? Glaube ich, nur ein bisschen warten. Vorsicht, Metallteile von oben. Weil ich bezweifle, dass die Fahrzeuge hier in die Region kriegen. Ja, ich weiß. Bergisch. Also, meine Uber habe ich bestellt, aber. Ach, da oben! Seid ihr bei dem Häuschen? Nein, seid ihr nicht. Nein. Okay, ja. Am Häuschen vorbei, den Wanderweg hoch, da ist ein Heli. Ja, das dürfte der Heli sein, das Uber-K. Ja. Ich dachte mir, der Enno freut sich. Ja. Am Häuschen. Einsamer kleiner Sniper ist verloren im Wald. Wo bist du denn jetzt? Er möchte abgeholt werden. Wo bist du? Ich nähe mich dem Haus. Okay, ich warte am Haus auf dich. Bin am Haus. Den haben die mit. Aber auch ungünstig platziert mit dem Baum. Ein bisschen? Naja, solange sich die massiven Stämme sind, sondern nur ein paar Äste. Das können die roten Blätter schon ab. Hier hinter uns. Fährt jetzt von uns weg. Die Richtung ist ganz gut. Der Straße folgend? Nee, noch ein bisschen weiter nach links. Da ist noch eine größere Straße. Noch weiter links. Der Straße noch ein Ende folgen. Müsste ungefähr in Sichtweite sein. Ich sehe da unten einen Konvoi oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber er ist halt jetzt gleich unter uns. Das ist eine legale Coca-Fahrt. Könnte das also Fahrzeug hier sein? Legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Ja, das ist er. Klar. Lass die Finger vom Coca. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul. Ich kann Elway sehen. Ist das der weiße Pickup? Ja. Okay. Komm nicht auf die Idee, eine EMP-Drohne zu starten. Das wird uns runterbringen. Vor allen Dingen müssen wir ihn doch einfach nur begleiten, oder nicht? Nein, wir sollen ihn schnappen. Achso, ja, dann bring mich mal in Schussposition. Aber nicht töten. Und dich den Wagen hochjagen. So, verrichte dein Werk. Halten. Das ist ja. Hier wäre das
versuch sonst ein Stückchen weiter vorne zu landen. Dann können wir mit EMP ihn zum Anhalten zwingen. Oh Gott. Oh, wow! Oh! Scheiße. Was für ein... Mist. Oh, danke. Bitte. Er ist natürlich an uns vorbei. Er liegt hier. Ich höre hier einen Alarm. Das ist ungünstig. Ja. Ich sah da nur einen Kühlergrill. Ich gebe euch mal Feuerdeckung. Unser Heli ist auch fast Schrott. Dank dem Arsch. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Ich fahre den mal hinterher. Ja. Ach, entkommen. Ach ja. Das sah aber gerade echt cool bei mir aus. Also, wenn ihr meine Folge guckt, seht ihr einfach nur so einen Kühlergrill auf dem Sofa. Jetzt weißt du, wie sich Rindviecher in den USA fühlen. Oder Elche in Skandinavien. Oh Mann, ich bin doch extra rausgehüpft, hab versucht auf ihn zu schießen, sodass das Karre stehen bleibt. Und ja, okay. Okay. Alle da? Back to roll und ja. Er fährt mal wieder eine Runde. Jo. Jetzt haben wir natürlich kein Helikopter, das ist blöd. Ja, das schaffen wir, glaube ich, mit dem Auto auch ganz gut. Hoffen wir es. Wir werden mal ein bisschen... Obwohl, hier kommt schon ein Freiwilliger mit dem Auto. Hm. Dann wir... Du musst also ihn abschießen. Du musst ihn jetzt nicht. Ja. Los geht's. Zwei Fahrzeuge oder ein Fahrzeug? Zwei Fahrzeuge ist eine gute ich Idee. Ich hab mein Auto. War ja klar, dass er wieder sein Spezialfahrzeug hat. Ja. Richtung ist ganz gut, wir kommen ihm entgegen. Ich dachte, er wäre das. Irgendwie war es auch nicht besser. Also ja, der hat ja auch nicht den fassenden Wagen für das Gelände. Ja, aber er hat sogar deinen Phrasen gefroren, dass. Danke. Danke für diese frühe Information. Was er mitgenommen hat. Entschuldigung. Ich höre nur den Motor hier hochjagen von ihm. Wenn du meine Autorunden zahlst, dann du, Chefin, ja? Was denn? Das war ein weißer im Mercedes X-Klasse, oder? Wie er gefahren ist. Jetzt kommt eine langgezogene Kurve und dann geradeaus ist er. Ich kann oh, da! Das ging schnell. Verfickte Scheiße! Hast du ihn umgebracht? Schnell. Und die Typen da raus. Was? Ups. Das ist nicht ausgeschaltet, oder? Was ist das denn für ein kleiner Pimp? Naja, wir nehmen den Unidad-Wagen. Ich glaube auch. Ja. Das ist glaube ich ganz nett. Diesmal will ich. Okay. Passen auch alle rein. Das ist doch schön. Gut, links rum. Hallo, die Kiste brennt. Den Dreck suchen. Du meinst das Ding, das du mit Prinz lädst? Irgendwer soll einen Unidad haben. Hoi, 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 hoi. Das ist mal keine gute Idee, hier oben auf dem Geschütz zu sitzen. Du hast es freiwillig bemannt. Zurück an die Arbeit. Wisst ihr, Leute, ich hasse euch Bitchespuner. Hier vorne gleich nach links. Aber nicht besser. Wie es kommt. Ich weiß, das ist euer Job. Danke, Elway. Wir hassen dich auch nicht.
Ich meine, könntest du bitte aufhören, unsere Kollegen umzufahren? Haben die sich so gerade vermehrt? Dass er sich nicht mehr im Spiegel erkennt. Seine Nase läuft die ganze Zeit. Er konnte mal bei mir redet er noch. Das Puffer hat die Nase zerstört. Jetzt singt er nicht mehr gut. War er Corrido-Sänger oder so? No, netta, no. Wir waren im Kirchenchor. Aber da waren wir Kinder. Ich war ein echt guter Sopran. Ah, jetzt redet er nicht mehr. Hm, jetzt haben wir ihn mitgenommen. Mr. Elway, Sie sind wirklich verdammt hässlich. Chingado, jetzt verstehe ich. Sie ist ein Spion, hä? Setz dich hin. Und? Aguanta. Hab mal Respekt. Puh, aber Lady, ich bin kein Spitzer, klar? Ich weiß, Sie müssen jetzt auf dicke Eier machen und so, aber Sie werden schon noch reden. Und wenn ich dafür den letzten Rest Ihrer Fresse wegbrennen muss... Wir müssen keine Leiche loswerden, wenn wir dich verbrennen. Hey, chillt mal, ja? Ich hab bestimmt was für euch. Aber bleibt schön relaxed. Also, bei mir hatte ich nur eine Waffe in der Hand und mein Charakter war weg. Also, ich hab meine neue Tarnvorrichtung mal ausprobiert. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ihr euch alle unsichtbar macht. Aber okay, cool. Ja, ab und an war ich noch zu sehen. Ganz perfekt ist sie nicht. Verbesserungswürdig. Achtung, Nomad. La Gringa hat wohl gerade ihr Verfallsdatum beim Kartell überschritten. Was wissen wir? Der Schaden, den sie bei der Produktion verursacht haben, hat La Gringa dazu gezwungen, den Reinheitsgrad zu senken, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Sie wollte wohl Zeit gewinnen, um alles zu regeln, bevor Suenio etwas merkt. Dumm gelaufen. Und jetzt will Suenio ein Exempel an ihr statuieren. Ein Team ist zu ihrem Haus unterwegs. La Gringa sitzt dort in der Falle. Es sei denn, wir holen sie raus. Genau. Fahren Sie sofort zu Ihrem Haus in Puyo. Machen Sie ihr klar, dass sie mit uns besser fährt als mit Suenio. Und bringen Sie sie zum Abholpunkt. Mhm. Chefin, wie weit ist das? Mal gucken. Klar, Gringa war das, ne? Mhm. Es geht. Nicht so viel zu weit. Eine Strecke, die man in 3 Minuten hinkriegt? Schwierig. Dann machen wir es hier und wir sagen auf Wiedersehen und bis bald und auf Wiedersehen und auf noch Wiedersehen bis bald. Und Wiedersehen und auf Wiedersehen. Ich hab Sprung in der Schüssel, ich hab du keine Ahnung. Du kriegst gleich eine. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Scheiße. Oh, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da. Tschüss. Tschüss.